Wow. Cool fängt es an. Bin mal gespannt, wie es aufhört. Wow, was war denn das für eine Waffe? Scheiße, Mann, war die stark. Wieder die Havok. Also immer wenn ich verreck, merkt euch, es muss eine Havok sein. Oder, ja. Junge, Junge, Junge. Ich finde die einfach so selten, hey, das gibt's echt nicht. Guten Morgen, auf jeden Fall. So früh am Morgen, wie viel ist es überhaupt? Ach du Scheiße, 7:26 Uhr. Why have you disturbed us?
Wer ist denn das? Biliana. Was? Bibi ist schwach. Ich glaube, ich bin. Was ist passiert? Sag mal, bist du vom Bett gefallen oder was? Was geht ab? Da haben wir. Hast du gesehen, wie sie mich kalt macht, wenn mir der Scheiß vorwagt immer? Ich hab echt gedacht, du schläfst länger ohne Scheiß. Weil es halt irgendwie Wochenende kalt. Ja, so geht's mir auch. Ich war um 6:30 topfit wieder. Aber ich muss dazu sagen, ich war bis kurz nach 12 Uhr wach. Fast 10:30. Ja, Resident Evil 8 ist gerade ein Video mal im Angebot, 25 Euro. Resident Evil 8 habe ich schon seit dem ersten Tag, das weißt doch. Haben wir doch zusammen gezockt, Mann. Wollt ihr euch das holen oder was? Meinst du die. Warte mal, gab's das für die PS4? Ich weiß gar nicht, ey. Wahrscheinlich schon, gell? Wenn du das überlegst zu holen, dann gab's das wohl. Ja. Ohne Scheiß. Ich will dich deine Träume zerstören. Warte. Die kann gerade nicht tippen. So dumm, echt. Das Remake, Mann, ich bin so behindert. Da musst du auf achten. Doch, gibt's. Ich hab's so nie gesehen, weißt du, deswegen, weil ich nicht drauf geachtet habe, wie du gerade sagst. Aber es gibt's. Kostet 33,50 Euro auf Amazon. 25 Euro ist ein Top-Preis, aber. Jetzt kommt das große Aber, Bibi. Hol's nicht. Ich kann dir auch sagen, warum. Das ist zu heftig. Wir haben's doch zockt, weißt du nicht mehr? Am Anfang. Ich finde Resident Evil. Wobei, ich hab's in der Brille. Okay, ist zu heftig in der Brille. Aber mega cool. Ansonsten ist es halt echt düster und brutal. Ob du das zockst? Wenn du das anderes spielen sagst, okay. Guck mal, wie der mich wieder. Guck mal. Guck mal, hast du gesehen? Endlich mal. Endlich mal. Hab ihn Zweikampf gewonnen. Wird auch Zeit. Was ist das für eine Waffe? Ja, alles Scheißwaffen. Guck mal, keine Pumpgun. Was ist denn das? Ein Ei? Osterei. Hab ich doch schon. Weißt du, zweimal die gleiche Waffe. Wann will ich denn das holen? Will ich jetzt zum Mediamarkt fahren? Ich würde sie gerade mit dem Ort schauen oder mit dem Bibi?
Oh, Chan, bist du's? Aber Spaß. Mit dir wieder am Rad, wie du merkst, ey. Morgen zum 7. Billionär. Pass wohl auf. Ich schick dir was. Ich hab dir jetzt ein Bild geschickt. Oh, hallo, liebe Zuschauer. Habt ihr eingeschaltet? Was ist denn los so früh am Morgen? Hey, wer tut sich denn das an? Grüße euch. Guten Morgen. Servus, Maune. Was geht ab? Schön, dass du hier bist. Das ist ja echt schön, so früh am Morgen Gäste zu haben hier auf meinem Kanal. Ey, sorry, heute habe ich richtig einen Laberflash, Mann. Was ist denn los, ey? Der Alkohol, der wirkt leider noch. Von gestern, glaube ich. Hätte man raus ausschlafen sollen. Hey, genau. Erstmal Kaffee, sehr schön. Fühl dich zu 100%, bin ich voll bei dir. Sehr gut. Über die Hinterscheinung. Oh Gott, ist wieder wie schlecht. Ja, jetzt ist er weg. Der ist über alle Berge. Über den Bergen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe es nicht übertrieben, aber ich habe gestern ge wirklich ein bisschen getrunken. Nachbar war da. Man kennt's, gell? Und dann kann man nicht widerstehen und sagt, ah ja, komm. Aber also das ist sehr selten. Ich trinke nie. Wirklich, kein Bock. Das ist so meine Welt. Ich mag das gar nicht. Und wenn ich mal ein paar Schlückchen trinke, dann schallert es richtig. Ja. Biljana, habe ich wieder eingeschlafen oder was? Ich habe noch einen Kaffee und dann muss ich mir echt Kaffee holen nachher, sonst dreh durch. Weil ich habe meine Kapseln immer, die ich trinke. Du, zwei Gläser Sekt. Ich mag Sekt nicht, aber bei mir war es genauso. Ich vertrage Sekt absolut nicht. Das war gestern einfach ein bisschen Jackie Cola. Einen perfekten Mix. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr in dem Mix getrunken, muss ich echt sagen. Das war so gut. Ja, und wenn es halt gut schmeckt, gell, dann merkt man es nicht und dann schallert es irgendwann. Ich war zu Hause, Mann, der Nachbar ist vorbeigekommen. Wir haben ein bisschen gelabert und dann haben wir echt ein bisschen Jackie Cola gesoffen und geschwätzt über die Welt, Gott und die Welt. Es war einfach geil. Geiles Gelaber. Und wenn man wie ich echt mal alle paar hundert Jahre. Ja, genau. Der Nachbar war da, der von unten. War cool, weißt du? Ich wusste nicht, dass der so gut mixen kann, Jackie. Mit Cola. Der hat echt die perfekte Mischung. Ich hab zu ihm gestern gesagt, hey, du musst patentieren lassen, Mann. Du, Zufall. Nachbar. Passiert. Wenn man im Treppenhaus ein bisschen schwätzt und dann sagt man, ja, komm. Ich hab ja gesagt, weißt, komm, auf ein Bier. Und der so, aber was, Bier? War viel besseres. Aber ich glaube, das ist spannender, wenn man wirklich so wie ich absolut, eigentlich wirklich so gut wie nie
Bibi kann es bezeugen. Kennt mich. Nie. Was trinkt und dann auf einmal halt. Paar Gläser trinkt, dann merkt man's. Genau. Ist ja auch das erste Mal. Ich sag's doch, Bibi kennt mich. Das ist das erste Mal, dass wir da mal zusammen ein Gläser getrunken haben. Oder haben. Man alle nicht Schwaben. Jawohl, Levelaufstieg, Ladies and Gentlemen. Was ist nur 42 übrig? Ich habe nur einen Kill. Gut, ich rede ja auch gerade mehr. Was bringen diese Ostereier eigentlich? Jetzt habe ich es weggeschmissen, das wollte ich gar nicht. Deine, ach, Schild ist das einfach nur. Ob das dann was bringt, das macht gar keinen Sinn, die einzusammeln. Ne? Ja, Bibi, man muss, oder? Was soll der Scheiß? Ab und an, wenn man Bock hat. Ach so, ach so. Wenn ich jetzt kein Schild hätte, könnte ich sie einsetzen und dann rumgaloppieren und rumhüpfen, meine ich. Auch nicht schlecht. Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Muss doch irgendwie hier Richtung Kreis rennen. Ja. Oh. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ja, heute ist der 1. April. Habt ihr schon eure April-Scherze euch ausgedacht? Also das war jetzt auf jeden Fall kein April-Scherz. Dass ich mir ein bisschen Alkohol gegönnt habe. Könnte aber als Scherz durchgehen, gell? Aber schon mal so offensichtlich, oder? Wenn man im April die Leute versucht zu verarschen. Ja, du, das ist wirklich so, wie soll ich sagen, klischeebehaftet mittlerweile, oder? Wenn man dann irgendeinen Scheiß erzählt. Ich glaube, die wenigsten fallen auch drauf rein. Blöd ist natürlich, wenn man die Wahrheit sagt und dann heißt, klar, April, April, und glaubt dir keiner. Stell dir vor, du rufst die Feuerwehr an. Bei mir brennt's. Und die Feuerwehrmänner, ja, klar, Mayday, April, April, und legen auf. Das wäre mal was, oder? Und dann brennt dein Haus weg. Nee, wäre schon blöd, echt, wenn am 1. April irgendwas abfackelt. Ja, klar, natürlich. Die Kinder, die lieben das. Man haben wir doch genauso gemacht. Also ich habe echt voll oft Leute verarscht. Aber natürlich keine üblen Scherze. Oder kein. Naja. Oh! Maune! Danke fürs Follow. Das ist aber nett. Ja, ich habe was. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die wirklich üblen Scheiß erzählt haben. Ey, der ist gestorben und das ist passiert. Das ist doch nicht. Was hat denn das mit dem April-Scherz zu tun? Also echt krass. Ja, das war ein Alert, gell? Ich habe den mal ausgeschaltet, den Ton, aber jetzt ist er wieder drin, merke ich. Ja, sehr gut. Man soll ja auch mitbekommen, wenn jemand followt. Support ist kein Mord, das sage ich auch immer. Finde ich genial. Den Spruch. Sehr schön. Guck mal, ich hampel hier mitten im Kreis rum, hab immer noch nach wie vor ein Kill. Immer noch richtige Scheißwaffen. Jetzt kommt wieder gleich der nächste mit einer Hovak und ballert mich um. Ich will das eigentlich vermeiden, ja. Was ist denn das eigentlich? Ich höre immer so diese Geräusche und check's aber nicht. Dann schaue ich immer rum, ob irgendjemand rumfliegt. Oh, da ist einer. Oh nein, der hat eine Hovak, oder? Ich bin so schlecht im Aim mit den Waffen. Ey, die sind aber auch echt scheiße, muss ich sagen, ey. Hilfe, Hilfe, ich renne weg.
Guck mal, mitten im Eis. Ich kann nicht mal deswegen einsammeln, ist viel zu glitschig und rutschig. So. Oh, guck mal. Ein Portal. Nice, nice, weg vom Schnee, komm, ich habe keinen Bock. Aber wir haben ja hier jede Menge Platz noch. Zone. Das ist das richtige Wort. Hey, die Hovak ist wirklich absolut geil. Sturmgewehr habe ich aber nicht. Ich habe doch, das ist doch das, oder? Hovak Sturmgewehr, ja. Mit der treffe ich halt immer so wenig. Oh. Hey, die Pumpgun ist so scheiße. Ich habe vorher mit der geschossen. Habt ihr ja vielleicht gesehen noch. Das hat ja gar nichts gebracht, hey. Wenn, dann ist wirklich die Hovak hier gut. Ach, ich lieb's einfach im Grün rumzurennen, ey. Das ist so geil. Was hättest du auf die Insel fliegen können? Ach so. Hab ich, glaube auch nie gemacht. Egal. Next time. Hört ihr das? Da kommt wer. So eine dumme Sau. Hau ab. Ja. Das freut mich. Also das heißt, man kommt über die Portale auf die Insel, oder wie? Oder man fliegt drauf, oder wie kommt man zurück? Auch über Portal. Und wieder zurückfliegen, wahrscheinlich. Ja, irgendwie geht's, gell? Der zweite Kill. Ladies and Gentlemen, zweite Kill. So, machen wir mal weiter hier. 13 noch übrig. Magazin ist voll, okay. Ich habe immer die Angewohnheit, 8-mal nachladen zu wollen. Weißt du, kennt ihr das auch so? Oh oh. Ich hoffe, der hat mich nicht gehört. Hatte der gerade. Hey, diese scheiß Ninjas, Mann, ich hasse das. Ich blick's bis heute nicht, wie das gehen soll, gell? Die fliegen da umher. Oh shit, der verfolgt mich. Was? Warum sind es zwei? Achso, mit seinem scheiß Bot unterwegs. Jetzt bin ich am Arsch. Der Pisser jagt mich. Jetzt bin ich am Arsch, Mann. Da, keine Chance. Keine Chance, ich wusste es. Zehnter. Hey, das hasse ich. Das ist so eine ekelhafte Situation. Wenn man irgendwo auf dem Feld gejagt wird, ey. Da wird es mir gleich schlecht. Ja, dieses Schwert habe ich auch schon mal gesammelt, aber ich weiß nicht, wie man da irgendwie umeinander springt, sag ich mal. So Quickfilet. Wahrscheinlich drückt man X 100 mal oder was. Irgendwas muss man, also so schwer kann es jetzt sein. Gut, ich bin der Controller-Gamer. Also so viele Tasten habe ich nicht. Ich zock auf PC. Auch, weißt, es ist so, wenn ich die PlayStation über die Elgato laufen lasse, dann habe ich irgendwie nur 60 Frames, gibt es voll die Einschränkung und das geht mir richtig auf den Sack und deswegen zocke ich es gerne auf dem PC, da habe ich Frames und ich habe einen Xbox Controller, den alten noch, der kabelgebunden ist. Das Ding ist der Hammer.
Ja, passt schon, ich werde schon rausbekommen. Ich sage ja, so viele Tasten und Kombinationen gibt es ja nicht. Wenn man sich ein bisschen durchklickt, dann wird man es schon herausbekommen. Oh, Bibi muss ja weg und ich hab's gerade gesehen. Bis später, Bibi. Halbe Stunde später. Ja, bis später. Die muss einkaufen. Zum Netto muss sie ja. Ja, mach das. Also links hinten der untere. Okay. L2. Ich habe auch mal meine Probleme, gell, das wiederzugeben, was das für Tasten sind. Ich kenne halt nur die XYBA, wenn man die ablesen kann, schön. Weißt du, wie oft ich mal überlegen muss, wenn es heißt die L2 oder die L1-Taste und ich so, welche ist denn das jetzt? Ja, welche wohl, weißt du, aber so ist es halt. Ist schon eine mega Herausforderung, links, rechts. Erstmal beim Busfahrer bedanken. Zehnter, ja, unzufrieden. Unzufrieden, ich wäre gern Erster gewesen. In der Season habe ich noch keinen Sieg gemacht. Das ist voll der Witz. Aber du, solange mir das beim Autofahren nicht passiert, ist die Welt in Ordnung. Jetzt stell dir mal vor. Rechts vor links und dann blickt man es nicht. Links ist da oder Daumen rechts. Das ist absolut richtig. Hat mir aber selber nie geholfen. Jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen. Ich weiß schon sehr wohl, wo links und rechts ist, aber ich weiß genau, dass viele Menschen echt kurz immer überlegen müssen. Also auch insbesondere bei den Tasten jetzt wirklich. Ist kein Scherz. Wie oft bin ich da gucken und dachte, hey, was? Die R2-Taste, um Gottes Willen. Und dann, das Beste ist ja, wenn man dann diesen hier macht. Kennt ihr das? R2-Taste und drückt auf den Stick wie so ein Behinderter. Das ist so. Da schäme ich mich auch nicht dafür. Weil ich weiß, dass es sehr viele da draußen gibt, die es ähnlich machen. Und dann lacht man sich innerlich kaputt und denkt, holy fuck. Ich habe jetzt echt den mittleren Stick gedrückt. Ja, so ist halt. Ein bisschen slurpen. Komm. Auf geht's. Ja, aber. Irgendwann können wir es vielleicht. Irgendwann lernen wir es. Und da sind wir zu alt zum Zocken. Und dann können wir es an Enkelkinder weitergeben. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Da macht mir platt mit seiner scheiß Pumpgun, oder? Ja, nichts. Jawohl. Okay, der war echt schlecht. Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Gegen eine Pumpgun. Mein Aim ist ja gerade der Hammer. Ironisch. Kappa hatte ich nicht. Ich benutze das Wort Kappa nie. Daran habe ich mich auch nie gewöhnt. Sehr selten. So, zwei blaue. Sehr schön. Dieser Slurp ist zwar gut gemeint, aber der verschwindet, glaube ich, auch nach einer Zeit. Und deshalb ist es echt doof. Der hält nämlich nicht lang. Wie oft will ich eigentlich noch auf die Reifen springen? Und dann wieder weglaufen und wieder hinspringen? Jetzt langsam wird es echt peinlich. So. Automatische Experten-Schrotflinte. Voll der Roman, gell, um die Waffe zu beschreiben, aber taugt halt nicht wirklich was. Wie viel Gold ist eigentlich da drin? Das interessiert mich jetzt auch mal, weil die Kassen, die kenne ich nur bei Warzone. Und die sind, glaube ich, neu, gell? Die gab es früher nicht. In der Season. Oh, das ist ein Tresor. Da könnte jetzt was gehen. Da könnte jetzt ein bisschen Gold abfallen.
Na gut, so viel war es jetzt nicht. Okay. Die Havok heißt es übrigens nicht Havok. Ich habe immer Havok gesagt. Vorher, falls ihr es gemerkt habt. Aber klingt irgendwie cooler. Die Havok, so heißt es richtig. Eine Wahnsinnswaffe. Nee, hat sich echt nicht gelohnt. Hast du gemerkt? Okay, witzig, oder? Ich kenne eigentlich nur Darmok, wenn du das kennst, von Star Trek. Bin ein alter Trekkie. Darmok in Tanagra. Aber kennt kein Mensch. Egal. Bin halt ein bisschen nerdy, Nerd. Und guck mal, wie ich nicht treffe. Guck mal. Oh oh, da ist ja nochmal einer. Dann schnapp ich mir den. Der ist näher. Ach, ist das scheiße, Mann. Ja, das ist, das reicht auch, wenn man nur ein paar Gens hat, finde ich. Achso, nee, das war kein Gen vorher, sorry. Das war einfach nur eine Serie, Star Trek Serie, Next Generation. Die ist ja sehr alt. Und da habe ich eine Folge draus zitiert. Jean-Luc Picard. Das Geklimper geht mir gerade echt auf den Sack. Nee, muss man auch nicht kennen. Ist auch sehr speziell. Und sehr alt. 87 rausgekommen. Ich suchte die heute noch ein, die Serien. Das ist echt verrückt. Egal. Nur weil es alt ist, heißt das nicht, dass es schlecht ist, ne? Aber ich denke, also nicht ich denke, sondern das ist jetzt so ein bisschen ein Entschluss, dass ich mal bei Fortnite bleiben werde jetzt erstmal. Also wirklich nur noch Fortnite streamen. Einfach meine Skills ein bisschen verbessern. Oh ja, mach das. Ist spät. Er soll nicht lange schlafen hier. Schlafmütze. Wir haben ja schon 8. Muss ich mal wach sein. Sag ich als Frühaufsteher. Viele verfluchen mich jetzt wahrscheinlich. Und denken sich, wo? Das ist doch Wochenende. Natürlich kann man ausschlafen. Aber ich bin halt einfach kein Langschläfer. Bin gestern ja kurz vor 1 wahrscheinlich eingepennt. Schätze ich einfach mal. Und trotzdem war ich um 6:30 wach. Ich war aber auch topfit. Und da kann ich auch nicht mehr mich zwingen. Ja, Fortnite passt schon auf jeden Fall. Jetzt lese ich es. Ich brauche mal ein bisschen, bis ich Chat lese. Voll überfordert, ey. Fortnite ist aber einfach geil. Einfach ein cooles Game, schon immer gewesen. Die Havok. Nichts, ich sehe nichts. Niemanden. Sehr schön. Level 26 schon. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Oh. What? Jetzt kommt so ein fucking Ninja wieder aus ihm raus. Ich wusste es. Und dann sowas, das kannst du doch nicht bringen, ey. Also, wenn der mich jetzt platt gemacht hätte, das hätte mich echt angekotzt. Ich sag's euch wirklich, wie es ist. Oh, scheiße, Mann. So, jetzt, wie... Ah, oha. Wie geil ist denn das Schwert, bitte? Ach so, dann hat man quasi dreimal, kann man das machen, oder was? Jetzt habe ich, nee. Man kann es dreimal hintereinander machen. Und da muss man aufladen, so. Ich habe gerade hier mein Ninja-Schwert benutzt. Und check's auf keinem Schiff. So, jetzt sind es 0. Und jetzt, wenn es auflädt, was passiert dann? Ah, genau, der braucht halt immer. Sehr schön. Und dreimal kann er laden. Geil. Da kriege ich das ja auch mal drauf. Habe ich das auch mal drauf, meine ich. Und dann... Ist okay, ist okay. Guck mal. Der will mich fertig machen von da hinten. Ey, hör doch auf, Mann. Bruder! Das kannst du doch nicht machen. Vor mir ist noch einer. Mach, kill erstmal den. Ach so, immer in die Zielrichtung, oder was? Das ist ja geil. Uhu. Geil, danke für den Tipp. Wäre ich irgendwann drauf gekommen, wahrscheinlich nach 10 Versuchen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Guck mal, ich triff nichts, nix und wieder nix. Ist so lächerlich, ey, mit der Waffe. Und dann kommt so einer, weißt du, macht mich, ich habe gar nichts mehr geschoben. Streamst du auch eigentlich? Ich gehe gerade mal auf dein Profil. Nee, kenne ich nicht. Ich habe ja auch mal ein Follow da gelassen, Maune. Nee, Luftikus, was ist das hier? Gibt's auch wieder eine Fähigkeit oder was? Oder? Echt keine Ahnung. Boah, ich mach jetzt eine kleine Gamer-Pause hier. So, machen wir mal hier ein bisschen. Ah, Sichtwechsel, Perspektivenwechsel. Der Controller auf dem Tisch vibriert. Das klingt ja brutal. Gehen wir kurz in die Lobby. Zurück hier. Sehr gut. So. Ich habe den Battle Pass noch gar nicht geholt, ey. Aber ich warte noch ein bisschen. Die Dinger rennen ja nicht weg, das ist ja das Coole. Jetzt hole ich es kurz vor Ende, um alles einzusammeln. Ja, muss ich mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was Luftikus ist. Aber jetzt, wenn ich hier eine kurze Pause mache.
Genau, ich lese auch gerade Realitätserweiterungen. Kannst du dir gerne mal mehr Zeit lassen, anschauen. Die kannst du auch wechseln und wenn du Luftikus hast, dann hast du einen Fallschirm und kannst von hohen Gebäuden oder Bergen einfach runterspringen und den Gleiter öffnen. Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Mann, das ist so wichtig eigentlich und cool. Da kommt ein bisschen Zelda-Feeling auf, wenn man dann hier von den Bergen so übers Tal fliegt, gleitet. Und das im Zusammenhang mit dem Schwert ist top, sehr schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ui, Kaffeewirkung lässt nach. Wird fast Zeit für den zweiten. Eieiei. So. Ich überlege gerade auch, ob ich eine generelle Pause mache. Mein Kaffee ist alle. Ey, ich muss auch Kaffee holen und so, ja. Ein bisschen einkaufen muss ich. Ich sollte hier ein bisschen die Bude auf Vordermann bringen. Ja, vielleicht komme ich später einfach nochmal an. Das wird das Beste sein. Das war jetzt einfach nur kurzer Morning, Good Morning Stream. Aber danke, schön, dass du mir gefolgt bist. Ein Follow da gelassen hast. Freut mich immer. Ja, vielleicht sieht man sich ja später wieder. Genau. Dann haut mal rein, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Den kurzen Stream wieder am Morgen. Ich bin aber nachher eh wieder an. Und dann schauen wir mal, wie es mit Fortnite weitergeht. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen frühstücken und dann einfach mal gestärkt an die zweite Runde mich ranwagen. Ciao, ciao. Hau rein, Maune. Es war schön, dass du da warst. Und ja, an alle anderen auch. Bis später.